Willkommen bei einer neuen Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann. Heute freue ich mich sehr, dass ich zum Thema Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache mit Frau Dr. Stefanie Brethauer vom Mercator-Institut über den äußerst spannenden Aspekt der Mehrsprachigkeit im Klassenzimmer sprechen darf. Herzlich willkommen, Frau Dr. Brethauer. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Frau Dr. Brethauer, vielleicht wären Sie so freundlich, unseren Zuhörern ein wenig über sich und Ihren Werdegang zu erzählen und uns über Ihren ganz persönlichen Bezug zum Thema Mehrsprachigkeit zu erzählen. Das mache ich sehr gerne. Also Sie haben es gerade schon gesagt, ich bin Sprachdidaktikerin am Mercator-Institut an der Universität zu Köln. Das bedeutet, ich beschäftige mich damit, wie Sprachen am besten gelernt und unterrichtet werden. Das können Erstsprachen sein, aber auch Zweitsprachen und Fremdsprachen. Und einer meiner Arbeitsschwerpunkte liegt im Bereich von Mehrsprachigkeit im Unterricht, also der Frage danach, wie mehrsprachige Kompetenzen die Kinder und Jugendliche in der Schule oder aber auch Erwachsene in der Erwachsenenbildung in den Unterricht mitbringen, wie die sinnvoll in das Lernen eingebunden werden können. Ich bin an Forschungsprojekten beteiligt, gebe aber auch Lehrveranstaltungen für Lehramts- und andere Studierende und Fortbildungen für aktive Lehrkräfte. Ja, auch mein ganz persönlicher Bezug zur Mehrsprachigkeit. Klar, meistens ist es ja so, dass es irgendwas gibt im privaten Umfeld, wie man dahin gekommen ist, was man dann tatsächlich letzten Endes beruflich tut. Mehrsprachigkeit hat mich schon immer fasziniert. Also in meiner Familie gab es auf jeden Fall einen mehrsprachigen Hintergrund, allerdings im europäischen mehrsprachigen Hintergrund mit Englisch und Französisch. Ich selbst habe als Jugendliche als Zweitsprache Niederländisch gelernt und habe dann natürlich auch in der Schule ganz viele Mitschülerinnen und Mitschüler gehabt, die mit Herkunftssprachen aufgewachsen sind. Und in meinem Fall war das in der Grundschule eine meiner besten Freundinnen. Die hat Polnisch als Familiensprache gehabt und ich fand das als Kind schon immer ganz toll, dort zu Hause zu sein und eben auch das Polnische im Alltag mitzubekommen. Und ja, deswegen Mehrsprachigkeit hat mich immer schon fasziniert. Meine Mutter hat damals Deutsch als Fremdsprache unterrichtet in der Erwachsenenbildung und hat meine Schwester und mich häufig zu den Feiern mitgenommen, wenn dann eben ein solcher Kurs zu Ende ging. Und da kamen auch ganz viele Sprachen zusammen, sodass ich also auch schon als Kind damit in Kontakt gekommen bin. Das hat mich immer fasziniert. Vielen Dank. Liebe Frau Dr. Brethauer, wie sieht es derzeit an den Schulen aus? Was ist Ihre Einschätzung? Wie geht ein Großteil der Lehrkräfte mit der Mehrsprachigkeit im Klassenzimmer um? Sehen Sie hier bestimmte Tendenzen? Ja, also ich denke, das wissen wir alle. Schülerinnen und Schüler bringen ein großes Spektrum an mehrsprachigen Kompetenzen mit in den Unterricht. Neben dem Deutschen als Umgebungssprache sind das unterschiedliche Herkunftssprachen und Zweitsprachen, aber natürlich auch in der Schule erlernte Fremdsprachen. Und so kann in einer Klasse eine Vielzahl an unterschiedlichen Sprachen zusammenkommen, die zu unterschiedlichen Sprachfamilien gehören und auch auf unterschiedlichen Sprachniveaus beherrscht werden. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, und zwar aus einer 7. Klasse in einer Gesamtschule in NRW aus dem letzten Jahr. In der Klasse waren 27 SchülerInnen und da kamen diese Sprachen zusammen. Albanisch, Englisch, Farsi, Griechisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Syrisch und Türkisch. Das heißt, neben dem Deutschen waren da 10 Sprachen, die natürlich viele Unterschiede zwischen den Sprachen hatten, ja sogar unterschiedliche Schriftsysteme, aber natürlich auch viele Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Sprachen. Jetzt habe ich gerade eben gesagt, ich bin in der Lehrerausbildung mit tätig, aber auch in der Lehrerfortbildung. Und in dem Rahmen spreche ich natürlich häufig mit Lehrerinnen und Lehrern bzw. angehenden Lehrkräften darüber, wie sie diese Mehrsprachigkeit in den Klassenzimmern wahrnehmen und wie im Unterricht mit ihr umgegangen werden kann. Inzwischen gibt es aber auch eine ganze Reihe von Studien dazu, welche Einstellungen Lehrkräfte dazu haben. Und mein Eindruck insgesamt ist, dass der Großteil der Lehrpersonen diese mehrsprachige Vielfalt in den Klassen generell eigentlich erstmal sehr spannend findet und auch immer wieder neugierig verschiedenen Sprachen gegenüber ist. Dem entgegen steht aber, dass sich die meisten Lehrerinnen und Lehrer nicht gut darauf vorbereitet fühlen, wie sie mit der Mehrsprachigkeit dann auch wirklich in ihrem Unterricht umgehen können. Das heißt,
Sie haben einfach noch nicht genügend didaktisches Handwerkszeug an der Hand, um mehrsprachige Elemente in Ihren Unterricht zu integrieren. Und hinzu kommt dann noch, ja, einige Ängste, nenne ich es mal. Ganz häufig zum Beispiel stellen sich Lehrkräfte die Frage, wie sie von den Lernenden mitgebrachten Sprachen in den Unterricht einbinden können, wenn sie selbst die Sprachen nicht gelernt haben. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch immer mehr LehrerInnen, die durch simples Ausprobieren ganz tolle Möglichkeiten finden, um ihren Unterricht mehrsprachig zu gestalten. Da bin ich auch oft wirklich sehr begeistert, was einzelne Lehrkräfte dann schon alles an Möglichkeiten ausprobiert haben. Sehr interessant. Könnten Sie uns näher erklären, warum Sie die Mehrsprachigkeit in der Klasse als potenziellen Gewinn sehen? Ja, also in meinen Augen sind mehrsprachige Fähigkeiten etwas wirklich sehr Gewinnbringendes für den Unterricht. Denn wenn wir Neues lernen, ist es immer hilfreich, wenn wir dafür Dinge nutzen, die wir vorher schon wissen oder können. Das trifft auf alle Lernprozesse zu. Ich versuche das mal mit einem Vergleich vielleicht greifbarer zu machen. Zum Beispiel ist es hilfreich, wenn jemand, der schon Fahrrad fahren kann, Motorrad fahren lernt. Denn dann weiß die Person schon, wie sie das Gleichgewicht auf einem Zweirad halten kann, kennt das Ziehen eines Bremshebels am Lenker und ist vermutlich auch schon mit den Regeln im Straßenverkehr vertraut. Bezogen auf die Schule ist es ebenso hilfreich, wenn jemand alle sprachlichen Kompetenzen nutzen kann, über die er oder sie verfügt. Wenn Sachfachinhalte oder Sprachen erlernt werden. Deshalb können Lehrkräfte generell Mehrsprachigkeit im Unterricht einbeziehen, um eben durch dieses Anknüpfen an Vorerfahrungen und Vorkenntnisse der SchülerInnen Synergieeffekte und dadurch eine Ökonomisierung des Lernens zu erreichen. Was heißt das konkret? Im Wesentlichen sind es drei Bereiche, in denen das zu Vorteilen führen kann. Zum einen ist das die Lernmotivation der SchülerInnen, die gesteigert wird. Und daraus folgt oft eine höhere Beteiligung und Freude der Lernenden am Unterricht. Dann natürlich ist es motivierend, wenn die eigenen Vorkenntnisse im Unterricht aufgegriffen werden und einem so das Lernen erleichtert wird. Zum zweiten ist das die Sprachbewusstheit und die Sprachlernkompetenz der SchülerInnen. Das heißt, das Wissen über Sprache und Lernprozesse wird gefördert. Und das wiederum unterstützt ganz häufig die Entwicklung von Lernerautonomie. Hiervon profitieren sowohl die Sprach- als auch die Sachfächer, da Inhalte in allen Fächern auch mittels Sprache gelernt werden. Und drittens sind das die Lernleistungen der SchülerInnen. Die werden oft verbessert. Denn das Anknüpfen an Vorerfahrungen und Vorwissen führt häufig zu einer Lernerleichterung. Man spricht hier von multilingualem Scaffolding. Und zwar bei sprachlichen Lerninhalten genauso wie beim Inhalten von Sachfächern. Das heißt, das Einbeziehen von Mehrsprachigkeit kann sich also sehr positiv auf den gesamten Unterricht auswirken. Herzlichen Dank. Wie sieht es Ihrer Erfahrung nach derzeit in der Lehrkräftebildung aus? Wie und in welchem Rahmen, glauben Sie, könnte angehenden Lehrkräften zukünftig am besten näher gebracht werden, dass die Mehrsprachigkeit im Unterricht nicht nur ein Hindernis ist, sondern auch in vielen Hinsichten eine Bereicherung sein kann? Ich glaube, am einfachsten ist es immer, wenn man etwas selbst erlebt. Und ich habe in diesem Semester zum Beispiel ein Projektseminar mit Masterstudierenden und das Thema war oder ist, das Semester ist ja fast rum, die Perspektive von SchülerInnen auf Mehrsprachigkeit im Unterricht. Also einmal nicht die Perspektive der Lehrkräfte, sondern die von den SchülerInnen, den Lernenden selbst. Und in der ersten Phase des Seminars haben die Studierenden an Beispielen kennengelernt, wie Unterricht mehrsprachig gestaltet werden kann und wie man die Perspektiven von Schülerinnen gut erfasst. Und die zweite Seminarphase war dann eine Projektphase. Da sind die Studierenden in Projektgruppen in Schulen gegangen und haben mit den Lehrkräften vor Ort zusammen in verschiedenen Fächern einzelne Unterrichtseinheiten mehrsprachig gestaltet. Also nicht direkt der große Wurf, sondern einfach erstmal in einzelnen Unterrichtseinheiten das ausprobieren. Nach den Unterrichtsstunden haben die Studierenden dann Gruppeninterviews mit den SchülerInnen geführt, um herauszufinden, welche Wahrnehmungen und Einstellungen die SchülerInnen rund um das Thema Mehrsprachigkeit im Unterricht haben. Und die letzte Seminarphase bestand dann darin, dass alle Projektgruppen ihre Erfahrungen, Ergebnisse der gesamten Seminargruppe präsentiert haben und wir haben das natürlich dann auch in der Runde diskutiert. Und meine Erfahrung war so, dass zu Beginn des Semesters
dass ganz viele Studierende aus der Seminargruppe dem Thema gegenüber noch sehr skeptisch gegenüberstanden. Sie konnten sich das noch nicht so richtig vorstellen, wie das genau aussehen kann. Sie hatten Bedenken, wie zum Beispiel, dass man die Kontrolle über den Unterricht verliert, wenn Sprachen verwendet werden, die man selbst nicht kann. Und nach der Projektarbeit waren die Studierenden dann sehr überzeugt vom Einbezug von Mehrsprachigkeiten im Unterricht. Sie hatten festgestellt, dass es kein Hexenwerk ist, sondern dass das zum Teil schon mit sehr einfachen Methoden bewerkstelligt werden kann. Und sie hatten in den Interviews mit den SchülerInnen gehört, wie anregend und motivierend die meisten von ihnen das empfunden hatten. Und ja, waren dann deutlich positiver dem Ganzen gegenüber gestimmt. Und ich denke deshalb, dass es der beste Weg ist, um Lehrerinnen und Lehrer von den Vorteilen des Einbezugs von Mehrsprachigkeiten in Unterricht zu überzeugen, ist einfach, sie beim Ausprobieren und beim Sammeln ihrer eigenen ersten Erfahrungen damit zu begleiten. Zum einen in der Ausbildung von angehenden Lehrkräften, aber auch in der Fortbildung von bereits aktiven Lehrerinnen und Lehrern. Und als zweites Element, denke ich, sind die Lehrwerke einfach immer noch etwas, was eine ganz entscheidende Rolle spielt. Viele Lehrkräfte nutzen Lehrwerke und Lehrwerke sind häufig, ja, ich nenne es sowas wie ein Hidden Curriculum, was verwendet wird im Unterricht. Und auch in den Lehrwerken ist es bislang so, dass Mehrsprachigkeit, wenn überhaupt, dann mehr so eine Rolle von Deko-Elementen spielt, als dass es wirklich tatsächlich didaktisch sinnvoll einbezogen wird. Ich denke, da ist jedenfalls auch noch viel Spielraum zur Weiterentwicklung. Und ich denke, wenn es da integriert würde, würde es den Lehrkräften leichter fallen, das im Unterricht auszuprobieren, weil sie einfach eine Unterstützung noch an der Hand hätten. Vielen Dank. Was würden Sie abschließend einer Lehrkraft, die die unterschiedlichen Deutschkenntnisse bei ihren SchülerInnen in der Klasse eher als zusätzliche Belastung empfindet, gerne ans Herz legen? Ja, keine Angst davor zu haben, nur weil man tatsächlich dann einige Sprachen nicht kann und also tatsächlich Expertisen der SchülerInnen mit einbezieht, ist das nicht so, dass die eigene Rolle weniger bedeutsam wird. Sie verändert sich einfach nur. Tatsächlich mehr von einer Rolle, die Lehrkraft weiß alles, ist Expertin für alles, hin zu einer moderierenden Rolle, also Lernprozesse von SchülerInnen begleiten. Und tatsächlich, ich denke, wenn man das erlebt, wie begeistert die SchülerInnen sind und sich auch in ihrer eigenen Expertise wahrgenommen fühlen, dann denke ich, merkt man sehr zügig als Lehrerin, als Lehrer, wie viel Freude einem das auch bereiten kann. Und tatsächlich ist es, glaube ich, auch einfach sehr spannend, wenn man dann selber immer wieder Neues erlebt und erfährt im Unterricht und nicht nur die SchülerInnen im Unterricht Neues lernen, sondern man selbst als Lehrkraft auch. Da hat man ja selber auch was von, wenn der Unterricht spannender wird und jedes Mal nicht ganz gleich abläuft. Ja, einfach ausprobieren und dadurch Ängste abbauen. Das wäre mein Tipp auf jeden Fall. Liebe Frau Dr. Bretauer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Ihre sehr interessanten Einsichten und Ihre einfühlsamen Ratschläge. Sehr gerne. Dankeschön für das Interview.